Hallo Welt, da sind wir wieder. Und es geht sofort los jetzt. Nachdem ich die Werbung ausgeschaltet habe. Jo. Sind wir denn soweit? Bereit? Der VW-Hund wäre noch interessant, ist mir gerade eingefallen. Vielleicht auch als Kleinwagen dann, der VW-Welpe. Aber ich schätze, Opel bringt dann sofort einen raus. Der VW-Katze, nein, der wird dann ja Opel heißen. Der Opel-Katze. Oh, ich höre ja gar nichts. Ah, okay. Lange nicht gehört. So. Bethesda Softworks. Obsidian Entertainment. Na, ich weiß, was da steht. Brille funktioniert noch. Hoffentlich haben 5 Minuten jetzt auch gereicht, damit YouTube da einen Cut macht, einen Schnitt. Ich glaube, sonst haben wir immer 15 Minuten Pause gemacht, ist mir eingefallen. Die Kluft, wir sind in der Kluft. Ja, ich glaube, das obere hier, das ist schon der richtige Speicherpunkt. Moment, ich muss erstmal reinkommen. Steuerung? Ah, wird schon. Da sind ja gar keine Gegner mehr. Ach, haben wir das alles noch geschafft in der letzten Folge? Das war aber ganz schön haarig hier an der Stelle, meine ich. Oder bewegt sich da unten noch etwas? Die Flintstones. Warum, Zacki? Ach so, Armin. Ja, es geht los, hoffentlich. Was hatte das denn mit den Zeichen da hinten nochmal auf sich? Ich glaube, da ist irgendetwas Schönes für uns versteckt. Oh, und ich darf nicht vergessen, wir haben die F5-Taste. Wir dürfen also schnell speichern, sehr gut. Ja, ich glaube, wir gehen mal runter. Hier müsste aber auch irgendetwas versteckt sein dann, demnach. Wie sind wir eigentlich angezogen? Ja, gut getarnt wahrscheinlich. Okay, ja, ich hoffe, dass 5 Minuten reichen auch. Das hier können wir aufheben. Und wir sind überlastet. Das heißt, springen ist nicht mehr. Oh nein. Da geht's gleich los. Ah ja, okay. Ja, da unten scheint alles tot zu sein. Schauen wir mal, dass wir nicht auch gleich noch daneben liegen irgendwo. Wo
Wollten wir nicht aufhören, alles mitzunehmen? Nur noch die wichtigen Sachen wollten wir mitnehmen, glaube ich. Oh, etwas zu essen. Ah. Ach, wir können doch hier alles reinschmeißen, was wir nicht brauchen. Aber erstmal gucken wir mal, ob wir irgendetwas reparieren können. Nur am besten nicht die Sachen, die wir behalten wollen. Och, da ist einiges zum Reparieren. Na, das bringt ja jetzt nicht so viel. Der gute Amerikaner, aber natürlich. Eddie, komm, du kannst auch ein bisschen was für uns tragen. Nein, nicht mehr so viel. Oh, das kann er schon nicht mehr tragen. Das Nagelgewehr, interessant. Ja, das war's dann schon. Oh, ein Safe, den hätten wir beinahe übersehen. Oh, so viele schöne Sachen. Ja, wir werden etwas langsam sein, wenn wir so weitermachen. Und wir können nach Hause gehen, steht da. Läuft der Stream denn noch? Es ist so still geworden gerade. Ja, wir werfen ein paar Sachen ab. Wir können ja jederzeit wiederkommen und die Sachen einsammeln. Aber das machen wir vielleicht, wenn wir unten sind. Oh ja, Alex, gute Idee, nicht mehr so viel mitnehmen. Ja, das dauert ja auch, das ganze Zeug wieder abzuwerfen. Nur die guten Sachen sollten wir mitnehmen. Gibt es hier denn einen Händler vielleicht? Ah, super, okay, es funktioniert noch. Vielen Dank. Nichts in der Ecke. Ach, so viele Sachen zum Einsammeln. Nochmal, wir werfen gleich alles ab. Nein. Okay, noch keine 5 Minuten und wir haben schon gebrochene Knöchel wahrscheinlich. Da ist doch nichts drin. Ja, ich glaube, teilweise waren wir hier schon. Das ist jetzt gerade zur Übung, zum Warmwerden so ein bisschen. Ach, die Automaten gibt es hier. Ja, danke, Spock. Ja, guten Appetit auch, Zacki. Ich hoffe, es geht gerade ums Essen. So langsam können wir sein. Oh. Wir brauchen Oswalds Zylinder, glaube ich. Ja, zum Handeln. War nicht sogar ein Automat da drüben irgendwie drin, in diesem brennenden Gebäude dort? Das ist aber auch komisch gewachsen. Moment, hier ist nichts mehr, oder? Wir müssen nicht alles einsammeln. Wie schnell wir schon sind. Schleichen wir? Nein. Ich trau dem Braten nicht. Waren hier nicht ganz, ganz viele Gegner? Hatten wir da nicht ein großes Problem? Ich kann mich echt nicht daran erinnern, dass wir das in der letzten Folge, im letzten Livestream also, dass wir das da dann schon erledigt haben hier. Ich weiß, wir sind an dieser Stelle sehr oft gestorben.
Und Kronkorken? Kronkorken wiegen hier, glaube ich, nichts, oder? Die kann man, glaube ich, auch ablegen hier. Wenigstens ist das nicht so wie bei The Elder Scrolls, dass man dann, wenn man überladen ist und eine Feder zu viel aufgesammelt hat, dass man dann abrupt stehen bleibt und sich nicht mehr bewegt. Was dann sehr viel Spaß bei diesem Ring hat, sehr viel Spaß gemacht, als man runtertauchen durfte in den Brunnen. Wow. Das ist doch fies. Das haben die mit Absicht hier reingelegt. So, wir speichern jetzt mal. Ich werde verrückt. So viele Sachen zum Einsammeln. Liebe Welt da draußen, ich kann nicht anders. Das ist doch viel zu viel, um es hier liegen zu lassen. Okay, zum Warmwerden ist es vielleicht genau das Richtige jetzt. Ja, aber wir haben hier scheinbar gewütet. Ich weiß nicht wie. Nein, 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 nein. Wir nehmen jetzt nicht jede Dose mit, die wir finden. Wir holen uns die Sachen und verkaufen die nachher. Ja, nein. Wo sind sie denn? Na, wir könnten ruhig ein bisschen mehr Schaden anrichten, finde ich. Oha. Ich treffe. Der ist so weit weg. Wir treffen gar nicht, scheinbar. Wo ist denn unsere Explosivmunition? Haben wir nicht. Brandmunition. Nö, wir treffen gar nicht. Ja gut, dann. Warum? Ach so, jetzt haben wir den Panzer gebrochen erst. Oh nein, jetzt hat er uns. Oh nein, schnell, schnell. Wir werden aber auch ein bisschen getroffen. Na komm, das sind keine supermutanten Kriegsherren. Die schaffen wir. Aber ich habe den Eindruck, als würden wir gar nicht treffen. Schießen wir? Vielleicht haben wir das falsche Gewehr hier. Ich krieg dich. Wir schießen mit Erbsen gerade. Boah. Na bitte, es geht doch. Aber Brandmunition war jetzt nicht so das Beste, meine ich. Na, die Waffe ist auch schon ein bisschen hinüber, vielleicht deswegen Hohlspitz? Ah, das bringt doch jetzt auch nichts. Das ist gar nicht die Panzerbüchse. Ich dachte, wir hätten hier die Panzerbüchse gerade. Aber hat ja auch so geklappt. Jetzt haben wir ein Bein mitgenommen. Oh nein. Die Reifen, können wir die nicht auch noch? Ja, Zacki, ich wundere mich auch, dass das jetzt nicht so gut geklappt hat.
Hier brennt alles. Da gehen wir lieber nicht rein. Suchen wir doch mal seinen Verkaufsautomaten. Oder wir werfen einfach ein paar Sachen ab. Ah, was war das? Erdbeben. Oder wir sind... Ach, wir sind in irgendeine Falle getreten wahrscheinlich. Ja, Alex, ich hoffe, dass ich nachher dann nicht mehr so überladen sein werde. Ich meine nämlich, dass es hier einen Verkaufsautomaten gab. Oder Feuer. Da war doch gar nichts. Oh, hier kommt man gar nicht mehr nach oben. Ach, irgendwo ist hier eine Treppe. Hier ist aber wirklich in jeder Ecke was Schönes versteckt für uns. Das ist ein Spaß. Da haben wir den Seebeutel. Sprengen geht nicht. Hier kommt man gar nicht nach oben. Und nochmal, ich erinnere mich wahrscheinlich an den letzten Durchlauf, den ich dann ja mit Mods bestritten hatte. Und da war das so, dass man hier noch eine Etage höher konnte und... Ich meine auch, dass man was verkaufen konnte oben. Aber das ist ja jetzt schon super langsam. Das ist mir zu langsam. Wir schmeißen gleich doch alles von uns. Ach, da kommt man doch rauf. Oder etwa nicht? Zacki, der Endkampf, ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Ich glaube, ich habe es verdrängt. Oh, da ist auch noch was zum Einsammeln. Seht ihr das? So im Feuer da hinten. Moment mal, Endkampf? Hatten wir nicht schon einen Endkampf? Nein, verkaufen können wir hier nichts. Oh, ja, und eingesammelt haben wir scheinbar doch schon etwas. Oder ist es nicht immer was drin in den Maulwurfsratten hier? Ja, natürlich. Und die guten Blechdosen, die lasse ich liegen. Das ist ja wieder typisch. Gott, oh Gott. Wir kommen hier gar nicht rauf. Es gibt hier gar keine Verkaufsautomaten. Liebe Welt da draußen, weiß jemand, ob demnächst hier noch irgendwo ein Verkaufsautomat auftaucht? So in der Nähe am besten. Ich glaube nein, oder? Dann müssen wir jetzt doch mal die Sachen abschmeißen. Hier unten ist eine schöne Kuhle. Da können wir alles reinschmeißen. Und 5 Meter weiter kommt dann der Verkaufsautomat. Ist das da drüben nicht schon ein Verkaufsautomat oder ist das ein Autowrack? So, total krass. Ach, war hier nicht irgendwas mit Bomben auch oder so? Da kommen gerade doch ganz verschwommen Erinnerungen hoch. Ja, okay, dann können wir das bei diesem, mit diesem Tempo können wir das knicken, wenn es hier Bomben gibt. Ich glaube, wir schmeißen jetzt mal ein paar Sachen ab. Gerade eingesammelt, jetzt weg damit. Aber was ist gut und was ist nicht gut? Fences 9mm, die behalten wir, die Signalpistole. Ah, jetzt geht das wieder rund. Okay, ich muss mich dran gewöhnen. Ich muss hier rüber scrollen, sonst geht das nicht. Polizeischrotflinte. Ja, wir müssen leider alles abwerfen. Wie geht denn abwerfen nochmal? Linke, rechte Maustaste? Ja. Panzerbüchse, die behalten wir. Ein Maschinengewehr für Schultermontage. Ja, aber das ist fast hinüber. Das lassen wir auch mal hier liegen. Also, ich muss leider hier an der Seite scrollen, sonst scrollt nämlich das Chatfenster immer mit und dann sehe ich nicht mehr, was für Tipps da ankommen.
Blendgranaten? Hm, wir benutzen doch so gut wie nie Granaten, also? Ja, den behalten wir. Vielleicht im Big Mountain Transportalponder. Ja, Moment, so richtig spoilern geht ja nicht, da ich den Titel ja schon mehrfach durchgespielt habe damals. Aber damals, das ist lange her. Erweiterte Aufstandsausrüstung, ich glaube, die brauchen wir auch nicht. Wie gesagt, erstmal wieder reinkommen gedanklich. So, den Tarnanzug, den behalten wir. Und die US Army Kampfrüstung, brauchen wir die? Ich glaube auch nicht. Ah, da bleiben jetzt aber bestimmt ganz viele schöne Sachen da liegen. Das war ja gar nicht so schwer. Ach, wir haben hier einen Schlafsack. Okay, Arschtaschen, die brauchen wir bestimmt. Aufbereitetes Wasser. Ja, Bier werfen wir doch nicht weg. Aber Cram können wir wegwerfen vielleicht. Und Fallobst, das ist, glaube ich, selten. Das behalten wir mal. Fancy Letzkuchen kann weg. Und Fleisch und Bohnen können weg. So, frische Äpfel, den können wir mal essen vielleicht. Frischer Apfel. Maulwurfsrattenfleisch, na, das bereiten wir uns lieber zu nachher. Sunset Sarsas Barilla, die sollten wir öffnen und dann wegwerfen. Wegen den Kronkorken, den Sternkronkorken. Ja, das war's doch erstmal damit. Haben wir auch Schrott gesammelt. Vielleicht halten wir uns dann jetzt wirklich zurück mit dem Einsammeln. Weiter geht's. Ich hab's noch piepen gehört. Oh nein, all die schönen Sachen hier. Wir leben noch. Wow! Nee, nicht zum Einsammeln hier. Ja. Hey, schön. Vielleicht sollten wir irgendwelche Medikamente oder so etwas nehmen. Das war doch wieder total übertrieben. Aber wir haben es gerade. Moment. Besser ist's. Wie war das hier in dem Titel? Manchmal kann man da einfach nicht herlaufen, oder? Hier ist doch nichts. Ah, Terminal. Oh. Aha. Aha. Okay. Du, ich weiß Bescheid. Und wir brauchen... den Zünder. Nein, wir haben noch was Besseres. Big Mountain? Dieses Teil. Laserzünder. Ja, doch, den Laser. Ja, genau. Bringt Gefechtsköpfe zur Explosion. Den brauchen wir. Sind wir zu nah dran? Ach, das dauert doch, bis der hochfliegt, meine ich.
Wir nehmen aber doch lieber ein bisschen Abstand mal. Nein. Oh nein. Hier kommt man nicht drauf. Und hier kommt man wahrscheinlich auch nicht rein. Ja, dann müssen wir den wohl zünden. Ach, so ein kleiner Sprengkopf, der macht schon nichts. Kann man ihn von hier aus zünden? Aber man muss wirklich so nah rangehen, oder? Ja, richtig nah sogar. Ah, hat doch geklappt. Und es geht weiter. Oh oh, oh oh. Okay, das waren wir nicht. Okay, ich wollte schon sagen, wir haben doch Schnellauswahltasten hier, meine ich. Keine Munition, schade. Das spüren die doch gar nicht, wenn wir hier mit unserer Erbsenpistole rumschießen. Warum wackeln wir so? Hör auf zu wackeln. Okay, Rückzug. Ein kleiner fliegender Roboter, komm mit. Betty, komm. Oder möchtest du da vielleicht explodieren? Oh nein, Eddie kommt nicht nach. Immer auf den Roboter, den brauchen wir doch noch, oder? Was war das? Ja, also nach Fallout 4 würde ich jetzt Krempfs Zahn in die Hand nehmen und einfach reinrennen, aber das ist hier jetzt keine gute Idee. Oh, er liegt. Hält aber ganz schön was aus. Nun gut, nun gut. Das hat ja geklappt. Was ist das? Oh. Schade. Körperteil verkrüppelt. Aber ordentlich. Ja, komm. Da war doch noch ein Terminal da oben. Da muss man doch irgendwie hinkommen. Ich hab's doch gesehen.
Ach, da ist das. Wir haben das Ödland ausgelöst. Nein, verlassen. Kennwort Gast akzeptiert. Willkommen im Zentralrechner. Bericht des Schatzmeisters. Jemand vom Amt sollte diese Jungs in der Wasseraufbereitungsanlage im Auge behalten. Das war der dritte Antrag auf zusätzliche Geldmittel, den ich diesen Monat ablehnen musste. Glauben die etwa, wir bestehen nur aus Geld? Man hat fast den Eindruck, als wollten sie die Kommunisten gewinnen lassen. Interne E-Mail. Achtung an alle Basismitarbeiter. Greifen Sie die Demonstranten außerhalb der Bauzone nicht an. Ich weiß, die Anwesenheit dieser freiheitsliebenden Nihilisten erfüllt mich mit der weißglühenden Wut der kapitalistischen Gerechtigkeit. Aber das Amt hat etwas mit ihnen vor und das sollten sie besser nicht vermasseln. Commander Devlin. Eine Memo von Commander Devlin nochmal? Achtung an alle Basismitarbeiter. Wir werden bald einen der größten amerikanischen Patrioten unserer Zeit zu Gast haben. General Wellesley. Höchstpersönlich. Für diejenigen unter Ihnen, die ahnungslos sind, der General ist der leitende Kontaktoffizier der Big MT-Forschungsanlage. Er und sein Team besuchen uns, um unsere Gäste mitzunehmen und an einen Ort zu bringen, an dem sie ihrem Land einen Dienst erweisen können, ohne nach Patchouli zu stinken und sich LSD zu spritzen. Commander Devlin. Oh, der zweite Tagebucheintrag, haben wir uns da schon um einige spaßige Nachrichten gebracht vielleicht? Ja, okay, die Medikamente, die können wir ja mitnehmen. Nein, die Maus. Wo ist das andere? Leer und, ach so. Mente, Zagama, Stimpack, ja gut. Nehmen wir mit. Kautabak auch gut, für wenn wir mal später müde sind. Hey, Kanalisationsgitter zu den städtischen Abwasserkanälen. Oh, ja, aber wir haben da unten das Gebäude noch gar nicht durchsucht. Da sind aber fiese Fallen drin. Ja, da muss man halt nicht immer drauf treten, dann wird das auch was. Wir gucken mal erst. Ich befürchte nämlich, da geht es dann schon weiter. Da bringen wir uns vielleicht hier um ein paar Tagebucheinträge oder so. Und da unten könnte ja noch irgendetwas versteckt sein. Außerdem geht es ja da auch noch mal weiter. Ach, wir können auch mal ganz kurz gucken wenigstens. Eddie ist ja dabei, der beschützt uns schon. Hey! Menno! Wir haben das gerade repariert. Unseren Arm und das Bein auch. Oh nein, jetzt haben wir keine Arzttaschen mehr. Ach, wir hätten sparsamer damit umgehen sollen. Moment. Stimulant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt keine Fallen mehr hier sind. Ja, jetzt finden wir die ganzen Raketen und Blendgranaten. Ich frage mich, wofür wir die brauchen.
Für einen Raketenwerfer vielleicht und zum Werfen eventuell. Warum war das hier vermint? Dann haben die doch bestimmt irgendwas Schönes versteckt für uns. Oh, die wollten einfach nicht, dass wir da reingehen. Okay. Wir merken uns das, dass wir da oben reingehen können. Oder sollen wir da jetzt sofort... Ach komm, wir gehen... Jetzt sind wir einmal da. Habt ihr euch gewundert, dass es da gerade geknallt hat und wir danach verletzt waren? Liebe Welt da draußen. Ich glaube, das haben die mit Absicht so gemacht. Ja, jetzt sind wir einmal hier in der Ecke. Ich glaube, wir gucken erstmal hier nach. Ganz kurz einmal reingucken. Ja, Zacki, das schon. Ich kann die aufspüren, die Minen. Aber ich verletze mich auch ganz gerne dabei, wie man gesehen hat. Da geht's ja runter. Dark Cetus, hallo. Herzlich willkommen und einen schönen Feiertag wünsche ich. Hey! Nein! Ich kenne die. Ich weiß, die sind nicht gut. Ich hab vergessen, wie wir die schaffen. Freiheit im Internet. Schönen guten Abend auch. Und auch dir wünsche ich einen schönen Feiertag. Moment. Wir schleichen besser. Hallo? Hier war doch einer vorhin. Brandmunition. Ja, Brandmunition vielleicht. Hohlspitz wäre vielleicht auch noch denkbar. Ach, wenn er brennt, dann sagt er schon nicht mehr viel. Peng! Warum sind die denn so, wie sie sind? Lass das! Wir hängen fest, doch. Okay, Brandmunition war nicht das Richtige. Wir haben aber... Irgendwie haben wir die doch mal mit einem Schuss erledigt. Mit einem Schuss. Zack, einmal richtig treffen. Wir brauchen eine andere Waffe. Als erstes brauchen wir eine andere Waffe. Die Panzerbüchse. Wir haben keine Munition dafür. Versuchen wir diese hier mal. Die kann doch ganz schön schnell schießen. Naja. Boxwood Hotel, weiß ich jetzt gar nicht. Alex, Boxwood Hotel, ich glaube... Nein, ich fürchte fast nein. Ach, ich würde das gerne alles mitnehmen, aber das wiegt auch alles. Ja komm, aber so ein bisschen was können wir ruhig mitnehmen. Höhlenpilz, ich weiß gar nicht wofür. Den Baseballhandschuh brauchen wir vielleicht im Moment nicht. Haben wir nicht schon ein gigantisches Schrottlager irgendwo? Ich glaube schon. Ach, ich glaube mehr sind jetzt aber auch nicht. Das waren die beiden und jetzt haben wir unsere Ruhe hier drin. Scheint es weiter zu gehen. Ja, das scheint dann doch nicht so groß zu sein hier. Wunderbar. Prima. Oh. Ah, da geht's wieder raus. Sehr schön. Augenbot Upgrade. Schaltkreisplatine. Ja gut, die nehmen wir mal mit. Erworben, das extra Kumpan E Rang 3. Bringt sowohl Ihnen als auch Ed E 2 Schutzweste. Ah. Ja, müssen wir wahrscheinlich installieren, dann denke ich mal. Wir nehmen nicht alles mit jetzt. Ich versuche mir das abzugewöhnen. Eine Signalpistole hier. Haben wir schon eine? Also in Fallout 4 haben wir unsere verloren. Schon vor geraumer Zeit, aber das hier ist ja nicht Fallout 4. Moment. Ich kann nicht scrollen. Signalpistole, da haben wir schon eine und unsere ist auch noch ganz in Ordnung.
haben wir ein Messer. Was war? Nichts. Ja, wollen wir denn hier raus? Ist das nicht eine Abkürzung? Kanalgitter zu die Kluft, zu der Kluft? Oh, das gibt doch bestimmt noch mehr hier drin zu entdecken. Was ist das hier zum Beispiel? Einfach nur eine Ecke, okay. Also wir gucken einmal ganz kurz raus, ja? Wir gucken mal, was wir da draußen so haben, was uns da erwartet. Und dann geht's sofort wieder zurück, hoffe ich. Keine Abkürzungen nehmen hier. Wir wollen alles erleben. Ach so. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Einfach eine Etage höher. So am Anfang. Da vorne ist das große Gebäude. Ja, ja, genau. Dann sind wir ja doch nach oben gekommen. Geheimnisse. Vielleicht finden wir hier eine... Oh, Poster betrachten. Wie schön. Ja, vielleicht gibt es hier noch irgendetwas zu entdecken. Irgendwas Geheimes. Elektronenakku brauchen wir nicht. Wir brauchen Munition für unsere Panzerbüchse. Viel Munition. Keine Chance. Der moderne Arzt. Ja, und deine Arzttasche, das ist doch gut. Wie, und hier standen die und konnten es nicht schaffen. Nein, wenn die hier gestanden hätten, dann würden wir auch Leichen hier sehen wahrscheinlich. Oder die sind alle runtergepurzelt. Kann ja auch so... Ah, nee, hier ist ja jemand. RNK, Aufstandskontrolle. Ach, der ist das mit dieser Uniform. Die ist aber schwer. Ich glaube, die sollten wir aber mitnehmen. Die ist bestimmt selten. Ach, die holen wir uns später. Was hat er denn? Ein Präzisionsgewehr. Naja, damit könnten wir unseres schon mal reparieren. Das ist doch ganz gut. 308er Munition. Da hat aber jemand gut gezielt hier scheinbar. Okay, danke Spock. Die Mod, die haben wir dann ja schon. Ach, das geht nicht. Moment. Wieder zurück. Ach, wir können ja gleich was reparieren. Dann werden wir auch wieder leichter. Das holen wir später irgendwann mal ab. Oder haben wir hier irgendetwas übersehen? Nö, ich glaube nicht. Das Poster haben wir uns angeguckt. Wow. Vielen Dank, Dark Cetus. Danke für das Abo. Und ja, Fallout New Vegas gibt es hier jetzt als Livestream. Ansonsten gibt es aber noch Fallout 4 bei uns auf dem Kanal. Und ja, als Livestream wollen wir hier einmal durch, aber nicht schnell rushen. Nein, nein, wir lassen uns Zeit, hoffe ich, und tauchen richtig in die Stimmung ein. Wobei ich mir auch schon Gedanken gemacht habe, was man noch so live streamen könnte. Da gibt es so einige unterschiedliche Titel, die man vielleicht machen könnte. Auch mal so ein bisschen was mit Rätseln und so. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Oh, wir haben ja gar keine Munition mehr für diese Waffe. Das wäre aber ins Auge gegangen jetzt. Wir reparieren mal hier unser Präzisionsgewehr. Hoffentlich reparieren wir jetzt auch das Richtige.
Ja, das mit dem Plus hätte ich gerne repariert. Ach so, das ist repariert. Ja, dann. Und für die Panzerbüchse haben wir nichts, leider. Das ist doch gar nicht repariert. Moment mal, reparieren. Aha, jetzt haben wir, okay. Ja, ich würde ja gerne die Panzerbüchse in die Hand nehmen. Aber das bringt nichts. Wir können sie in die Hand nehmen, aber ohne Munition? Ach, das dürfte schwer werden. Zuschlagen damit, aber ich weiß nicht, ob sie dann sehr viel mehr Schaden anrichten wird. Ein bisschen durstig sind wir, ansonsten geht's aber. So, da waren wir drin, da drüben. Sollte mich das beunruhigen? Erdbeben, leichte Erschütterungen. Ah, das war kein Erdbeben. Das war schon was anderes jetzt. Oh, brauchen wir 10mm Patronen? Ich glaube eher nicht. Der hat aber viel dabei. Das Maschinengewehr für die Schultermontage. Ich glaube, das haben wir vor kurzem erst abgelegt. Oh nein. Nein, nein. Dark Cetus. Nein, nein, wir sind schon früher, als das rausgekommen ist. Da bin ich einige Male durchgelaufen. Aber es ist sehr lange her, deswegen erinnere ich mich nur noch schemenhaft an die Sachen, die hier so... Oh, eine Tornisterladung, die hier auf uns zukommen. Also so richtig... So weit wären wir noch nicht, will ich sagen, ohne Spock, ohne deine Hinweise und deine Tipps. Nochmal vielen Dank dafür, dass das spoilerfrei alles läuft. Und natürlich die Tipps, die uns weiterbringen. Denn wie gesagt, so weit wären wir nicht. Aber wir sind schon mehrfach durchgelaufen hier. Und das letzte Mal leider dann mit Modifikationen. Und das ist ziemlich lange her. Das heißt, ich bekomme das jetzt gar nicht mehr so richtig auseinandergedröselt. Was waren Mods damals und was war jetzt wirklich hier im Vanilla-Spiel, im eigentlichen Spiel, ohne Mods? Ich hätte nämlich schwören können, dass man hier noch Handel betreiben kann. Kann man gar nicht. So zum Beispiel. So, ich glaube, wir sind fast durch. Das war's. Wir gehen hier noch einmal um die Ecke. Hier waren wir ja schon. Oh, Moment, es geht nicht weiter. Echt? Geht's hier wirklich nicht weiter? Doch, hier geht's doch bestimmt rauf. Oh oh. Ah, dann gibt es vielleicht irgendwo so einen Geheimgang. Ich versuche es immer wieder, oder? Ich weiß doch ganz genau, dass man hier nirgends hoch kann, wenn man nicht hoch soll. Da gibt's keine Lücke. Eieiei. Springen. Irgendwas sprengen. Ach ja, irgendwas sprengen wieder. Wahrscheinlich sehen wir ihn gar nicht von hier. Den Sprengkopf, den Gefechtssprengkopf. Wahrscheinlich nur, wenn wir irgendwo oben sind. Da oben, da kann man ja zum Beispiel auch noch rauf. Na, dann gehen wir nochmal zum Haus zurück. So, vielleicht können wir hier schon was sehen. Oder man kommt ja, vielleicht kommt man hier entlang. Denn irgendwas lag da oben zum Einsammeln. Ja, ja, ich will ja nur gucken, was hier so Schönes zum Einsammeln ist. Moment, explodiert hier was gleich? Nö.
Und nochmal, man soll doch hier nicht lang gehen. Ja, in der Nacht sieht man ja gar nichts. Oh. Ah, was sehe ich da? Einen Sprengkopf dort. Warum haben wir den vorher noch nicht gesehen? Aber ich glaube, der bringt uns auch nicht weiter. Na komm schon. Hat uns das jetzt weiter gebracht? Irgendwie, ich glaube fast nein. Ach doch, ja, hier sind überall Symbole. Das heißt doch, dass hier noch irgendwas Schönes versteckt ist. Frischer Mal. Oh, ein Bier. Aha. Ulysses Lock. Das können wir dann aber schon mal abhören, oder? Oder lesen wir das eher vor? Mal schauen. Ach, da ist ja einiges. Die Weißbeine wollten Respekt zeigen. Mich bestechen, um Caesars Gunst zu erlangen. Sie wiederholten höfliche Wendungen und Wörter. Ich habe ihnen Techniklager, das Schießpulver gezeigt und von Caesars Stolz über diejenigen, die damit umgehen können, gesprochen. Lügen. Und am Ende haben sie mich verehrt, nicht die Legion. Sie haben mich eines Abends zum Lagerfeuer eingeladen. Mir gezeigt, wie sie sich verändert haben. Wie sie jetzt das Haar tragen. Im Schein des Lichts sahen sie aus wie mein alter Stamm. Ihre Zähne leuchteten rot im Dunkeln. Eifrige Leichen. Blutüberströmte Geister. Sie trugen meine Strähnen. Im Stil der Harzwirbler, um zu zeigen, dass sie waren wie ich. Die Knoten erzählten von Gewalt und Vergewaltigung, von Ignoranz der wahren Bedeutung. Statt meinem Stamm eine Ehre zu erweisen, besudelten sie ihn. Ich verlor mich darin, in ihren Strähnen zu lesen, bis ich mich daran erinnert habe, dass sie für sie bedeutungslos sind. Ohne Geschichte. Ihnen war nicht einmal die Beleidigung in den Wirbeln und Knoten bewusst. Drywells drängte sich auf. Die Weißbeine standen so im Kreis. Wie Geister meines toten Stammes. Widerlich. Hungrig. Vor Caesar kriechend. Eine weitere verlorene Geschichte. Durch mich allein fortgetragen. Und wir haben aber noch mehr. Gefreiter Foster, sein persönliches Tagebuch. Ach, das war der Scharfschütze oben. Meine Güte, was für ein Höllenloch. Ich habe ja schon von einigen Jungs, die zurückgekommen sind, Übles gehört, aber mein Gott. Henriksen hat es erwischt, als einer der nicht explodierten Gefechtsköpfe hochging. Und Jenkins? Diese Dinger haben ihn geholt. Ich weiß nicht genau, was sie sind. Vielleicht Ghule, aber auf jeden Fall widerliche Viecher. Leutnant glaubt, dass sie von der Explosion angelockt wurden, die Henriksen getötet hat. Ich glaube, wir werden hier alle draufgehen. Schade. Wer will schon in die Vergangenheit reisen, nur um das Warum zu erfahren? Ich nicht. Jetzt nicht mehr.
Es gibt alte Geschichten über Götter und Menschen. Jenseits der Geschichte. In der Welt der Mythen. Die Götter sind wie Kinder. Launisch und gemein. Das waren die Stimmen der großen Leere, der Vergangenheit. Ich konnte keine Ruhe geben. Musste fragen. Nach dem Warum fragen. Ihre Antworten, verrückt. Sie hatten Kräfte wie 100 Elijahs. Um sie in ihrer Kuppel zu schlagen, hätte man härter sein müssen als er oder ich. Sie wussten nichts über ihre Ursprünge und ihre Vergangenheit, ihre Namen. Wie Schlangen, die sich selbst verschlingen. Und die eigenen Gedanken dazu. Als ich schon dachte, es wäre vorbei, gab mir mein Zorn die Kraft für eine letzte Frage. Wer seid ihr, die eure eigene Geschichte nicht kennt? Und sie wachten auf für kurze Zeit. Die Flagge, die du trägst, meinten sie, die kennen wir. Das steht für Amerika. Es war für sie mehr als eine Flagge. Ein Ort, ein Ideal, an das sie einst geglaubt hatten. Irgendwann einmal. Sie erzählten mir, wie es war, in dieser Welt aufzuwachsen. Wie sie sie errichtet hatten und schützten. Sie wussten nicht, dass sie verloren war. Aber sie waren einst darum bemüht, bevor sie ihre Geschichte vergaßen. Während sie redeten, lag der Schatten des Kuriers über ihnen, der ihren Worten Gewicht gab. Die Geschichte weggewischt. Die Heimat verlassen. Ich hörte zu und fragte, ob noch etwas übrig sei. Etwas, in dem die Stimme Amerikas zu hören war. Sie sagten, ich sei schon dort gewesen. Ich und jemand anders. Wir hätten uns weiter von der Geschichte entfernt, als uns bewusst sei. Sie erzählten davon, was im Herzen der Kluft liegt und wer es mit welchen Worten zum Leben erwecken kann. Ja, und ja, wie man gesehen hat, Eddie wurde auch ausgelöst. Also, wir gehen mal auf Reparieren. Klingt so, als wären die primären Stabilisatoren zersprengt, dass du so lange durchgehalten hast. Was war das? Das klang nicht gut. Ah, Raider, wie? Anfänger. Ich hätte dir nachgestellt und dich gewinnbringend verschrottet. Nein, sowas Fieses sagen wir doch nicht. Ah, du hast Glück, dass du ihnen entwischt bist. Die hätten dich im Nu verscheppert. Keine Zeit zu reden? Doch, haben wir. Ja, da hast du aber wirklich Glück gehabt, dass du denen entwischt bist. Das klang nicht gut. Kein Wunder, dass du es nicht bis nach Navarro geschafft hast. Oh. Haben wir was Falsches geantwortet? Wir haben doch alle Zeit der Welt gerade. Ja, okay, schon gut. Keine Zeit zu reden. Mir gefällt das hier nicht. Wir sollten weiterziehen. Nicht? Hat er Nein gesagt? Wir sollten F5 drücken, ganz schnell. Ach komm, es geht weiter. Ja. Ach, die Zündflamme. Oh nein, wir dürfen nicht so viel einsammeln. Alex, das Boxwood. Das Boxwood Hotel. Okay, wir gucken mal. Oh, Sonnensteinturm. Third Street, Verwaltungsgebäude. Ach, die Kuriermeile haben wir auch noch nicht entdeckt. Und hier ist schon die Höhle des Abaddon.
Hey, da ist aber noch ganz schön was zu entdecken hier. Nochmal der Weg zur Kuriermeile. Ach so, da wollen wir nicht zurück wieder. Hier ist der Ulysses-Tempel. Vielleicht kommen wir da erst hin gleich. Ich glaube fast ja. Oh, Hopewell Asila, Bunkereingang. Nein. Kommt vielleicht noch das Hotel? Das Krähennest. Ja, das ist ja alles der Anfang gewesen, glaube ich. Und Basis der Gezeichneten. Habe ich schon wieder verdrängt. Wachposten der Gezeichneten, nein. Das kommt vielleicht noch. Alex. Ja, ich schätze mal, über die Kuriermeile würde es dann wieder nach Hause gehen. In die Mojave zurück. Ja, wir folgen mal hier den Symbolen. Ach, immer mit der Ruhe, wir sind doch dabei. Möchtest du reden? Moment, reparieren 35 mit dem 3/8 Schraubenschlüssel und dem kleineren Bohrer? Wären diese Waffenreparaturen einfacher? Joa, warum nicht? Und reparieren 65 nochmal. Senkt den Energieausstoß um 0,24, um mehr Munition für Energiewaffen mit gleicher Qualität zu bauen. Aber Energiewaffen benutzen wir ja meistens nicht. Sprengstoff. Moment. Vielleicht hat er ja auch was für unsere Panzerbüchse. Also, mit den Plasma-Relais aus den Energiezellen kannst du Flammenwerfer-Brennstoff herstellen. Aber klar, ich würde gerne etwas Munition herstellen. Warum nicht gleich? Was brauchen wir denn? Brandmunition? Brandraketenmunition, Durchschlagsrakete, nein. Nein, das brauchen wir alles nicht. Aber war das die 556er? Die wäre wenigstens für den guten Amerikaner, wäre die gut. Da, 50er, was brauchen wir dafür? Blei und Pulver, naja, da müssten wir andere Munition auseinandernehmen. Aber wir brauchen große, oder? Große Zündplättchen. Ach, haben wir noch ein paar. Oh, ordentlich sogar. Pulvergewehr. Gewehrpulver. Ja, Dark Cetus, schönen Abend wünsche ich dir noch. Und vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Und wir suchen irgendetwas, was wir zerlegen können. Ja, 10 mm, da bekommen wir keine Gewehrmunition raus. Zündhütchen, kleine Zündhütchen, ja, Pistolensachen hier aus der 357er. Hier, Pulvergewehr, dreimal. Na, das ist nicht genug. Och, ja, Schrotflinte, nee, das brauchen wir auch nicht. Pistolensachen. Zu wenig. Ah, hier. Nein, 5 mm haben wir alles liegen lassen, meine ich. Ach, jetzt könnten wir es gebrauchen. Egal, wir haben genug. Das wird schon funktionieren. Aber da war doch noch was. Da, reparieren 65. Und Sprengstoff 35. Oh, Sprengstoff 61. Ach, von 65. Ja, ich glaube, dann lassen wir das erstmal. Auf Wiedersehen. Ach, hier ist doch nichts mehr. Da ist das Zeichen. Und wir sind in Sicherheit. Ein Bett. Wir können gleich mal schlafen. Vielleicht ist es angenehmer, tagsüber hier durchzulaufen. Oh, was haben wir verpasst? Ah,
Höhle des Abaddon. Flammbrennstoff. Warum nur? Ja, dann schlafen wir erstmal ein paar Stunden. Aber wir sind in einer Höhle, da ist es doch egal, wie spät es ist. Hey, waren wir hier nicht schon? Wow! Die Waffe ist super schnell! Und ich wollte mich noch wundern über den Swimmingpool, der an der Decke war. Den gucken wir uns jetzt aber nochmal an. Da, Swimmingpool. Ja, das ist zusammengestürzt irgendwie. Sieht aber schön aus. Okay, ich glaube, hier müssen wir schnell durch. Wir müssen wieder kommen, wenn wir Munition haben, ordentlich. Wieder die falsche. Aha, da unten ist einer. Wir schleichen uns einfach vorbei. Keine Chance mit dieser Waffe. Da brauchen wir schon die Panzerbüchse für. Ja. Uns nicht gesehen. Der sieht gar nicht so bösartig aus. Irgendwie sieht er sogar ein bisschen putzig aus. Aber gefährlich. Oh nein, ich sehe schon, da oben ist auch noch mal einer. Leise. Oh oh. Nein! Komm nicht zu uns. Wir sind gut versteckt, wir sind getarnt. Du kannst uns nicht sehen. Okay, das Dark Hotel, wenn wir es sehen, werden wir es auch... Oh, was ist denn hier los? Das kann doch nicht wahr sein. Könnt ihr das sehen? Das ist doch nicht wahr, oder? Das kann doch nicht sein jetzt. Da unten, links unten im Radar. Das ist ein Traum. Wenn wir die richtige Munition hätten und guten Schutz, eine gute Stellung. Ja, aber so, jetzt echt... Nicht gut. Wer hat uns entdeckt? Okay, rennen. Rennen. Wir können nicht rennen. Ich vergaß. Oh, was ist das denn Schönes? Ein Schutzbunker. Ein Schutzbunker. Lasst uns rein. Oh nein, ich komme hier nicht drauf. Man muss außen rennen laufen. Zu spät. Spock, ich meine, der Radar unten, was, der zeigt so 2-3 Gegner an. Das meinte ich damit.
Ja, ich glaube auch, die machen in Wirklichkeit gar nichts hier. Die sind gar nicht so. Aber wenn man sich ganz leise hier vorbeischleicht und dann rennt, ohne Waffe in der Hand vielleicht, nein. Oh. Ich weiß ja auch nicht, ob das wirklich ein Schutzbunker da hinten ist. Vielleicht können wir sie irgendwie ablenken. Wir brauchen eine bessere Waffe oder sowas. Der Amerikaner bringt auch nicht mehr viel. Erschreckt Abscheulichkeiten. Ja. Okay. Boah, so doch nicht. Nein! Die lassen sich gar nicht erschrecken. Vorbeischleichen. Ich sage nur vorbeischleichen, anders wird es nicht funktionieren. Tja. Ja, vorbeischleichen. Hier kommen sie vielleicht nicht rein. Vielleicht können wir doch mit etwas Geduld können wir sie vielleicht erwischen. Alle von hier aus. Ah, da sitzen wir ja nächstes Jahr noch dran. Wir brauchen doch schon 1 Million Schüsse für einen. Wenigstens. Wenn man da raufspringen könnte. Oh, was ist das? Rauf geht nicht. So ein bisschen. Oh, okay. Hier sind wir sicher. Oh nein, Eddie. Die kommen hier nicht rauf. Oh nein, ihn hat's erwischt. Hoffentlich schläft er nur. Das sind riesige auch noch. Uah, die kommen ja doch hier rauf. Hey, hätte ich das gewusst? Dann wäre ich anders vorgegangen hier. Ah! Nein, 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 nein. Ja, da muss es irgendeinen Trick geben. Das kann so nicht sein. Hm, der gute Amerikaner vielleicht. Warum haben wir eigentlich hier keine Schnellauswahltasten? Weiß das jemand? Wir müssten doch die 10mm auf 1 haben zum Beispiel. Da ist sie auf 1. Auf 3. Oho. Dann nehmen wir doch mal eigentlich die Panzerbüchse, aber die ist leer gerade. Was ist auf 6? 5 Laserzünder, aha. Und 6 die Panzerbüchse, okay. 3 ist frei. Ja, dann der gute Amerikaner. Her damit. Ich habe mich schon gewundert die ganze Zeit. Meinst du? Ja, okay, wenn das nur 200 bis 300 sind, Alex, dann sollten wir das schaffen. Komm. Jawohl! Aber nicht so einfach. Naja. Okay. Ach so, wir sollten speichern, nachdem wir das hier festgelegt haben. Auf 3, der gute Amerikaner. Ja, jetzt hätten wir die Blendgranaten doch mitnehmen sollen. Ja, lese ich auch gerade, Spock. Vielen Dank. Aber wir haben die Blendgranaten leider alle zurückgelassen, weil... Pff, wofür brauchen wir schon Blendgranaten? Keine Blendgranaten. Die Tornisterladung haben wir noch da. Sie kommen. Er brennt. Wow, die kommen ja doch hier rein. Und tot.
Also die Blendgranaten funktionieren. Ups. Gar keine Chance gegen die Dinger. Ein anderer Weg vielleicht. Hier kommen sie doch sicherlich nicht drauf. Oh nein, Betty ist ganz alleine da unten. Da ist eine Königin mit dabei. Kein Wunder, dass hier so viele sind. Moment, wir schmeißen das dorthin. Oh, hoppla. Oh, na gut. Dann kommen mal alle her. Kein Problem. Da wissen wir doch jetzt, wie wir das machen. Hier oben sind wir sicher. Munition. Ha, wir haben nicht genug Munition. Ja, wir verkrüppeln sie aber schon mal und landen ein paar kritische Treffer. Das finde ich ganz gut. Na, wie viel Spaß das jetzt mit der Panzerbüchse machen würde. Menno. Und wie geht's Eddie? Hat das jemand mitbekommen? Ist der in Sicherheit? Nein, Eddie ist tot. Ach nö. Wir müssen ihn zurücklassen, wenn wir hier durch wollen. Ja, so geht's nicht. Wir müssen nochmal. Wir brauchen Eddie. Sonst kommen wir ja gar nicht weiter, oder? Ja. Ich fürchte fast. Oh, da kommen wir aber auch nicht weit mit unserer Muni. Oh nein, falsche Richtung, da drüben. Lauf da drüben zu der Bombe. Oh nein, Feuer. Feuer ist heiß. Ihr mögt kein Feuer. Oh, ich mag das Geräusch gar nicht. Nein, 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 nein. In die Ecke zwängen lassen. Nein! Ja. Ach, wir können ja noch mal zurück und die Blendgranaten holen, wenn ich wüsste, wo wir die gelassen haben. Das waren ziemlich viele. Ich glaube 20 oder so. Und dann lassen wir auch Eddie da vorne stehen.
das nicht gesehen. Okay. Ach so, diese Tornisterladung war das, ja. Kommst du? Ja, du kommst. Okay. Blendgranaten. Wo seid ihr denn? Zündflammen, gehen die auch? Nein, die gehen nicht. Ja, mit Blendgranaten werden wir aber ganz schön überladen sein dann. Wo waren sie denn, die Blendgranaten? Warum sollten die hier im Kühlschrank sein? Müssen wir jetzt weit zurückgehen. 20? Reichen 20 Blendgranaten? Naja, vielleicht um durchzurennen ganz schnell, aber... Nein! Echt? Haben wir die so weit zurückgelassen? So weit hinten zurückgelassen? Und unseren Roboter Eddie können wir ja auch nicht so lange warten lassen, glaube ich. Sonst haut er nämlich auch ab. Fürchte ich schon. Ruhige Hand, na immerhin. Leer, leer, leer. Korken. Ach, hier, ein Poster. Nein, Raketen. Ja gut. Haben wir einen Raketen? Ah, Blendgranaten. 5 reichen doch bestimmt. Ja, da müssten wir aber noch mal ganz weit zurückgehen, um die Blendgranaten zu holen. Wir haben die irgendwo abgeworfen. Das ist aber... Naja, so weit ist es nicht. Ich glaube, hier haben wir sie hingeworfen. Blendgranate, 17. Ja, ansonsten ist hier nicht mehr viel, was uns helfen könnte, wie ich das so sehe. Zu schwer sind wir. Aber unwesentlich. Vielleicht trinken und essen wir eine Kleinigkeit. Jetzt haben wir Durst. Uns geht's doch bestimmt gut. Ja, das klappt schon. Dann haben wir über 20 Blendgranaten, das sollte reichen, glaube ich.
Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Ja, so ein Raketenwerfer, der wäre schon nicht schlecht. So, dann lassen wir dich mal... Ja, vielleicht, wir können ja rausflüchten, wenn irgendwas ist. Müssen wir wahrscheinlich. Dann lassen wir dich vielleicht mal hier, oder? Ein Stück weiter hinten eigentlich. Bis hierhin konnten wir ja ganz gut flüchten beim letzten Mal. Ja, komm, wir lassen dich noch ein Stück weiter hinten zurück. Hier, ich glaube, weiter als bis hier kommen wir sowieso nicht. Wartest du? Ach, wir sind doch prima angezogen. Das wird diesmal klappen. Also hier raufzuspringen fand ich ziemlich gut. Als wir oben geblieben sind, natürlich nur. Der merkt das gar nicht, dass wir vorbeischießen. Ach, in den Hals. Das ist der Schwachpunkt. Ja, dann wissen wir jetzt Bescheid. Ja, vielleicht können wir sie anlocken mit der Signalpistole. Alle dahin bitte. Oder dahin. Oh, die geht aber schnell aus. Nur nicht ungeduldig werden. Ha, vielleicht gibt es noch irgendwo was. Oh nein. Okay, alles gut. Hier oben kommen sie niemals rauf. Hier sind wir sicher. Vielleicht geht's noch weiter nach oben. Oh, passt. Die kommen hier nicht rauf. Problem ist, sie kommen auch nicht her. Wir müssen vielleicht nur die Königin erledigen. Und dann sind wir die neue Königin und die anderen bleiben brav, hören auf uns und kämpfen vielleicht für uns noch. Boah, so ein ganzes Magazin. Na also. Mit mehr Munition würde es vielleicht klappen. Hohlspitz und das war's. Sollen wir es versuchen? Ich meine, es sind schon mal zwei weniger.
Ach, man kann bestimmt da vorne irgendwie hochklettern, da kommen die auch so schnell nicht rauf. Na, da haben wir nur hohe Spitz für. Nein, das gibt wohl nichts. Ja, hilft nichts. Wir müssen da runter jetzt. Ach, die wären ja wirklich nicht hier raufgekommen. Na, was habt ihr denn hier versteckt für uns? Cherry Bomb? Jet vielleicht. Vielleicht würden wir doch mit Energiewaffen etwas besser an sie rankommen. Ach, Sunflower, Summers Tagebuch. Wow. Seymour, jetzt echt. Fry summt. Da ist er versteinert. Ja, I'm walking on sunshine. Sehr schön. Den nehmen wir mit, natürlich. Egal wie schwer der ist. Hier ist er drin? Ich dachte, den hätten wir ganz woanders gefunden schon. Ach, hier kommen wir doch wieder. Ja, doch, hier kommen wir rauf. Prima, aber wenn wir darauf springen können, dann können die das vielleicht auch. Kennt ihr den Hund aus Futurama? Bestimmt. Frys Hund. Nanu? Hatte ich recht mit der Königin? Nö, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Alles in Ordnung, alles ist gut. Ha. Ja, dann brauchen wir auch keine Waffe mehr. Was ist das Schönes? Ein Autodog. Dieser Autodog kann eine gründliche Untersuchung durchführen und alle üblichen Leiden wie Strahlenkrankheiten, Verletzungen, Knochenbrüche und sogar Abhängigkeiten von Substanzen behandeln. Untersuchung durchführen. Ja, wir haben die Königin erwischt. Damit lassen sie uns in Ruhe. Ja, dann gucken wir nochmal hier, ob hier irgendwas Gefährliches lauert. Und dann holen wir Eddie gleich. Hier ist alles frei, soweit. Begrabene Gebäude. Okay, ja, wird schon alles gut gehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also entweder war es die Königin, die wir erwischt haben da vorne, oder das liegt daran, dass Eddie diesmal nicht dabei war. Aber vielleicht dadurch, dass wir Seymour gefunden haben, vielleicht haben wir dadurch auch irgendwas ausgelöst hier, dass die dann alle zurückbleiben. Da ist die Königin! Können wir das dann alles tragen? Das wird knapp. Oh nein, 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 der Höhlenpilz, die Höhlenpilze, 5 Stück, die sind schon zu schwer. Tunnelgräberhaut, leider, ach, das müssen wir alles zurücklassen. Sonderbares Fleisch, na, hilft nichts, wir können nicht mehr tragen. Das war der giftige Tunnelgräber mit dem Teddybären. Moment mal. Irgendwie sollen wir doch darauf kommen können. Oh, klettern geht nicht.
Oder? Da oben sind doch Sachen zum Einsammeln. Da muss man doch irgendwie raufkommen können. Vielleicht soll man aber auch nur so da dran. Ein Nagelgewehr. Das könnte ja auch ganz nützlich sein gegen die. Ja, danke, Alex. Ich würde jetzt aber schon ganz gerne wissen, ob es an der Königin lag oder daran, dass wir jetzt ohne Eddie da reingegangen sind. Hallo, Sarah. Willkommen zurück. So, mir nach. Werden wir gleich herausfinden, ob es an Eddie lag, ob er die vielleicht irgendwie alle aufscheucht. Das ist aber auch eine düstere Gegend hier. Ich wünsche mir etwas hübscheres Wetter, etwas angenehmeres, schöneres Wetter hätte ich ganz gerne. Eddie, keine Sorge, wir haben hier alles erledigt. Hier gibt es keinerlei Feinde mehr. Alles ist gut, wir können Krach machen, du brauchst nicht mehr zu schleichen. Alles ist super. Wir haben die Königin erwischt und damit gab es gar keine anderen mehr. Finde ich gut. Jetzt ehrlich, irgendwie. Ich habe das als Scherz gesagt jetzt, aber ja, es klappt. Wir sind sogar so mutig, dass wir jetzt hier nochmal in den Schreibtisch reingucken und uns die Kronkorken dort rausholen. Ja, ja. Das ist unfassbar jetzt, oder? Bei der Menge an Gegnern, die hier waren, ob es an dem Hund liegt, dem versteinerten Hund von Fry, Philip J. Fry. Nanu, was hat er gesagt? Hast du was entdeckt? Reden, reden, reden. Nein, repariert haben wollen wir nichts. Munition hätte ich ja schon gerne, aber wir haben zu wenig Material dafür. Oder beziehungsweise das falsche Material dafür haben wir. Dann auf Wiedersehen. Da ist mir eingefallen, wir haben doch noch etwas. Gefreiter Forsters persönliches Tagebuch, das hatten wir, glaube ich, gelesen. Danach sind wir einfach nur gestorben. Aber Sunflower Summers Tagebuch, das kennen wir noch nicht. Liebes Tagebuch, ich glaube, wir haben es geschafft. Endlich haben wir die Todeskaufleute davon überzeugt, sich das Weinen unserer wunderschönen Mutter Erde anzuhören. Ich hatte gerade eine persönliche Besprechung mit dem Basiskommandanten, der gesagt hat, sie würden unsere Forderungen genauestens untersuchen und etwas Besonderes für uns vorbereiten. Ich kann es kaum erwarten. Ich wette, es ist eine umfassende atomare Abrüstung. Das ist doch wahrscheinlich auch ein Easter Egg. Ich komme aber jetzt nicht drauf. Sunflowers. Sunflowers? Sunflower Summers Tagebuch. Sunflower Summers Tagebuch. Hier war schon ewig keiner mehr. Wir sind in Sicherheit. Alles ist gut. Eddie, keine Sorge, ich bin bei dir. Ich passe auf dich auf. Immer lächeln. Ja, wenn man alleine ist. Immer lächeln. Uah! Wie gruselig. Und hier dürfen wir nicht... Ach so, das ist ja kein Ralphie-Poster. Okay. Oh nein, hier geht es nicht weiter. Doch da. Wahrscheinlich. Ja, hier ist aber auch eine ganz enge Spalte da. Könnte man vielleicht versuchen, da durchzugehen. Och, die ganzen Stangen Zigaretten, die sind so viel wert und wir müssen alles zurücklassen hier.
Ja, oder Spock, es war, weil wir die Blendgranaten dabei hatten. Das wäre vielleicht so einfach gewesen jetzt mit den Blendgranaten, aber da muss man erstmal drauf kommen. Oh, alle Bücher. Naja. Da, Ralphie. Nächste Woche in Die unglaubliche Odyssee von Ralphie dem Roboter. Ralphie, schnell! Wenn dich der alte General Winters schnappt, schaffst du es nie bis nach Hause. Nein! Ralphie! Flieg weit! Flieg schnell! Schaltet auch nächsten Samstag wieder ein und seht den spannenden letzten Teil. Nur auf dem World Tech Kanal 9. Eddie? Was machst du hier ganz alleine? Und wer hat die alten Videos eingeschaltet? Komm, wir bringen dich in deine Ladestation. Morgen haben wir unseren großen Tag. Los, Eddie, wir müssen weit fliegen und schnell fliegen, wenn wir ans Ende der Kluft kommen wollen. Nein, was sagen wir denn jetzt? So viele Antwortmöglichkeiten. Ah, auf einmal wird mir so einiges klarer. Ist das dein Ziel? Deine Heimat finden? Keine Angst, ich lass nicht zu, dass dich böse alte Generäle holen. Ja, das kann ich verstehen. Und was glaubst du, warum ich Kurier geworden bin? Weiß er nicht? Oh, ja dann. Okay, los, Eddie. Wir müssen weit fliegen und schnell fliegen, wenn wir ans Ende der Kluft kommen wollen. Schnell? Nein! Entschlossenes Piepen. Ach so, ja, okay. Entschlossenes Gut haben wir da schon geguckt. Wo kamen wir denn eigentlich raus? Von da sind wir gekommen. Ja, ich weiß schon ganz genau, wo es lang geht. Immer den Postern nach. Und einmal schlafen. Oh, wir sind gut ausgeruht. Ja, geht es denn jetzt in die Kluft? Also, dieses Hotel haben wir nicht gefunden. 10mm Patronen. Ach, nehmen wir doch mal mit. Und das war keine gute Idee. Schon können wir nicht mehr laufen. Ah, okay. Danke, Spock. Also mit den Blendgranaten hätte man diese Tunnelkriecher hätte man dort blenden können und dann würden sie mehr Schaden nehmen, schreibst du. Okay. Wir müssen etwas zurücklassen oder reparieren. Wir haben doch bestimmt irgendwas Unsinniges eingesammelt hier. Ach, so viel brauchen wir gar nicht. Moment, dann essen wir eine Kleinigkeit. Oder trinken uns noch ein paar Bier. Ja, das reicht. 5 Meter kommen wir weiter, bis wir das nächste einsammeln können. Willkommen zurück, Alex. Ich dachte, dass diese Explosion, das tief in die Kluft hinabstürzende Gebäude, dein Werk gewesen ist. Hat dich nicht getötet, aber fast. Ich wusste, dass du es überlebst. Du musst nicht weiterziehen. Ich habe, was ich brauche. Die Maschine, versiegelt im Hopewell-Silo. Jemand musste sie freischalten und herbringen. Das Signal ist jetzt stark genug. Du musst sie nicht mehr mitnehmen. Sie kommt von selbst. Moment. Wie? Eddie? Du hast ihm einen Namen gegeben. Was war es für dich? Gefährte?
Sklave, Waffe, alles zusammen. Aber vor allem ein Bote. Er ist ein Bote, wie wir. Und er ist ein Teil unserer Geschichte. Wenn du seinen Verlust spürst, denk daran, dass du dich jederzeit hättest abwenden und nach Hause gehen können. Nichts von dem wäre passiert. Aber du hattest noch eine letzte Lieferung. Und darum wusste ich, dass du kommen würdest, Kurier. Du konntest einfach nicht wegbleiben. Warum? Warum soll er so wichtig sein? Wichtig ist nur, was in dieser Maschine war. Alle Maschinen hier bestehen aus Wrackteilen aus der Kluft. Wie alles, was hergebracht wurde. Er trägt die Nachricht, die du mitgebracht hast, in sich. Und er tut das, wofür er programmiert wurde. Er tut alles, um nach Hause zu kommen. Die Riesen hier werden zuhören. Ich bringe dir die Kluft nach Hause, in deine Nation. Lass ihre Flagge wie die Kluft brennen. Big Mountain Zugriffscode. Ulysses. Befehle außer Kraft setzen. Navarro. Oh. Oh! Ulysses hat die Kontrolle über Eddie erlangt. Sie haben Eddie als Begleiter verloren. Alles, was er dabei hatte, geht in Ihren Besitz über. Oh nein, wir sind überlastet. Sie haben Eddies extra verbesserte Sensoren verloren. Hey, bleib da! Bleib da! Bleib! Bleib doch! Oh nein, was war das? Wow, was ist das? Das ist aber nicht richtig. Wir können doch Eddie behalten, dachte ich. Raketen. Oh. Ja, wir müssen was ablegen, nichts einsammeln. Warum? Ja, mysteriös, mysteriös. Sarah, ich tue immer nur so. Ich weiß in Wirklichkeit, weiß ich auch nicht so richtig. Ja, unwesentlich, Alex. Unwesentlich überlastet. Ja, Eddie, wir haben schon wieder ein falsches Ende hier. Ich habe das anders in Erinnerung. Ich meine, wir konnten Eddie behalten. Früher mal. Wir haben irgendwas Falsches gesagt. Andererseits, wenigstens hat jemand mal was gesagt. Ja, dann müssen wir den ganzen Krempel hier loswerden. Oh nein. Wir haben so schöne Sachen gesammelt, oder? Ein Bogenschweißgerät. Das findet man wahrscheinlich nie wieder nachher. Brandgranaten. Naja, gut, sowas brauchen wir wirklich nicht. Vielleicht sind die ordentlich was wert, deswegen. Ja, okay, könnte man verkaufen. Ah, Flammenwerfer. Oh nein. Oh, die Kettensäge. Die haben wir doch erst vor kurzem gefunden. Ach nee, das kommt erst noch. Maschinengewehr für Schultermontage. Verbessert sogar. Och, ja, hilft ja nichts. Jetzt brauchen wir nicht bei jedem Teil, das wir hier finden, zu seufzen und zu stöhnen. Wir schmeißen das einfach hier rein und holen das nachher wieder ab. Schallemitter. Tarantel. Ach, das ist das. Warum haben wir das Ding überhaupt mitgenommen? Na, egal. Nochmal. Schaufel, die behalten wir. Die Signalpistole. Dann die super erhitzte Saturnitfaust. Die hat uns doch ganz schön geholfen damals. 13 Tornisterladungen, ja. Dankeschön. Oh, das war's dann schon. Och, war ja gar nicht so viel. 200 Pfund gehen so. Ich hab jetzt mit mehr gerechnet erst. Da ist aber auch viel Schrott dabei, was wir gesammelt haben. Gesichtshelm der gezeichneten Bestien? Naja. Kann doch nicht sein, die Rüstung des gezeichneten Stammesangehörigen. Wir waren doch zwischendurch noch in der Mojave. Wir haben doch was abgelegt, dachte ich. Oh, wir sind leichter als vorher jetzt schon. Ja, ich glaube, so können wir es riskieren. Mal gucken, ob wir noch zu viele Raketen dabei haben. Schrott haben wir so viel dabei. Und Seymour, wiegt er eigentlich was? Seymour war der Beste vorhin.
Frys Hund aus Futurama. Das war, glaube ich, sowieso der... Alleine dafür lohnt es sich schon, den Titel nochmal zu spielen und nochmal und nochmal. Zum Glück war ich an der Stelle richtig überrascht gerade, als wir den da gefunden haben. Habe ich so gar nicht mehr in Erinnerung. Sei es drum, den Schrott können wir behalten, müssen wir aber nicht. Oh nein, jetzt habe ich alles wieder rausgenommen, oder? Nein, nein, habe ich nicht. Okay. Munition. Ich wollte gucken, ob wir vielleicht Raketen oder sowas Unsinniges dabei haben. Boah, hier die ganzen Elektrosachen. Ah, Flammenbrennstoff. Wir benutzen noch keine Flammenwaffen. Da entzünden wir uns nur selbst mit. Nägel. Oh, Raketen. Ja, was haben wir sonst noch? Ja, ich glaube, den Rest können wir drin lassen. Mr. Not So Creative, willkommen. Und einen schönen Feiertag wünsche ich auch. So, jetzt müssen wir nur noch runterfinden, den Weg. Springen, ja, springen. Ich glaube, Eddie ist einfach... Ja, der kann ja fliegen. Der hat's ja einfach. Ja, doch, Alex, ich kann mich noch dran erinnern, so ein bisschen. Seymour, ich wusste nur nicht, wo wir ihn finden. Aber ich wusste noch, dass er zu finden war. Aber hier hätte ich jetzt auch nicht mit ihm gerechnet. Oh. Ach, da geht die Sammelei wieder los. Oh nein. Hoppla. Hey, Moment mal. Ich habe doch gerade etwas entdeckt. Da oben habe ich doch etwas gesehen. Das wollte ich doch noch anfeuern. Feuer. Moment, wo ist es? Oh, weiter oben. Ja, da haben wir es. Na, treffen wir das von hier aus? Oh. Mit Sicherheit. Achtung! Vorsicht! Und? Ah, wir haben irgendetwas geschafft. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Weg frei. Wenn wir mal da oben stehen, dann haben wir so ein großes Problem, nicht mehr dort weiterzukommen. Vielleicht gibt es sogar noch eine irgendwo und wir haben ihn nur übersehen. Nein, nicht wieder. Oh, Moment, Zündhütchen. Oh, die nehmen wir mit. Nicht wieder einsammeln. Weiter geht's. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass wir hier irgendwo rauf können nochmal und so ein Stück weiter in Richtung Explosion gehen können, aber nein, leider nicht. Ach, da haben wir doch schon geguckt. Echt? So tief ist das? Suchen wir uns lieber einen anderen Weg. Die sind hier zum Beispiel. Was war das? Ja, das geht aber hier ganz schön zur Sache immer. Ich frage mich, was da die ganze Zeit im Hintergrund so explodiert. Hier waren wir doch noch nicht.
Aha, ein Aufzug. Aber das Gebäude ist kaputt. Von daher bringt das jetzt nicht mehr allzu viel. So, mit so einem Aufzug. Ameisenfleisch. Ja, das hätte ich schon ganz gerne jetzt. Aber man kann nicht alles haben, was man findet. Hey. Moment mal. Warum assoziiere ich das gerade mit etwas Negativem hier? Diese Käfige? Sind es Käfige? Ich weiß es nicht. Ach, kommt schon, liebe Welt da draußen, so schlimm ist das hier gar nicht. Ein bisschen verstrahlt hier gerade, aber... Ansonsten... Schnell weg! Nein, vielleicht haben sie nur etwas anderes abgeworfen. Hier diese Metallkisten zum Beispiel. Blei nehmen wir mal mit, obwohl das ziemlich viel wiegt, oder? Nö, das geht. Können wir mitnehmen. Ja, dann auf. Kommt mir bekannt vor, die Stelle. So langsam kommen die Erinnerungen zurück, aber noch nicht genug. Wir sind doch am Ende, oder? Ich glaube, sehr viel passiert hier nicht mehr. Das Hotel. Oh, gut, dass du es sagst. Wir gucken noch einmal auf die Karte. Und... Ja, Karte gibt's nicht. Doch. Na? Dach des Boxwood Hotels, das meinst du? Boxwood Hotel. Auf dem Dach waren wir, glaube ich, oder? Das scheint dann dieses hier alles zu sein, oder kann man hier doch noch irgendwie höher? Das müsste es doch sein, das Boxwood Hotel. Das Hotel. Ah! Gefährlich! Keine gute Idee im Moment. Ach, so viele da. Keine Chance. Hohlspitz gegen Todeskrallen? Na, ich glaube nicht. Nee, die sind doch gepanzert. Da brauchen wir panzerbrechende Munition. Panzerbrechend. Yep. Panzer gebrochen. Die andere auch. Komm her. Oh, Moment. Der Kopf. Zeig uns deinen Kopf. Ins Auge. Na, das Horn müsste aber schon abspringen jetzt, so langsam. Ah, wunderbar. Ja, hat doch nochmal geklappt. Wo ist die andere? Versteckt hat sie sich.
Diese listige Todeskralle. Moment. Ich möchte nicht runter. Ich möchte nur... Oh, das Wasser bewegt sich und ich... Ich sehe nichts. Vielleicht ist die andere abgehauen. Ja. Ja, das könnte sein. Die andere ist vielleicht abgehauen. Ja, okay, Alex. Ich fürchte, wir werden da so schnell nicht hinkommen. Ich habe so in Erinnerung, dass das auch eine ziemlich haarige Ecke war hier. Nicht ganz leicht. Aha. Dein Panzer ist weg. Gebrochen, dein Panzer. Schulterschuss. Kopfschuss, komm schon. Langsam. Gut, genau das Kinn getroffen vielleicht. Jawohl. Ja, super, das war auch die letzte, glaube ich. Da vorne ist doch ein Rohr, ein Wasserrohr. Irgendwie wird uns immer noch zur Vorsicht geboten. Vorsicht! Ah, kein Problem, da ist doch keiner mehr. Die meinen vielleicht das Wasser damit. Wir müssen Eddie hinterher, sonst verlieren wir ihn noch. So, also in der Umgebung gucken wir uns jetzt mal um, bevor es weitergeht. Unten waren wir schon drin, da haben wir uns schon umgesehen. Vielleicht finden wir hier noch was. Ach so, Wasserrohr, sagtest du ja schon. Okay, ein Wasserrohr. Okay. Wir schaffen das mit dem Wasserrohr. Kein Ding. Hier oben kommt doch niemand rauf. So schnell. Warum ist immer noch Vorsicht geboten? Na, da bin ich aber sehr beruhigt, dass Eddie noch wiederkommt, Spock. Ich hatte das auch anders in Erinnerung. Ich meine, Eddie war sogar nachher eine ganz schöne Kampfmaschine, beziehungsweise der konnte richtig viel tragen, meine ich. Das war gut. Oh, wollen wir hier was mitnehmen? Haben die irgendwas Schönes dabei? Irgendwas Leichtes? Ach, die schwere Todeskrallenklaue leider. Ja, ganz vorsichtig behaupte ich mal einfach, hier passiert nichts Schlimmes mehr. Da haben wir wieder so ein Symbol. Und irgendwie wäre ich doch ganz gerne noch da oben hochgegangen. Ach, da ist ja einer. Ach, die Legion hier. Oh, hoppla. Munition, immer her damit. Munition, immer her damit. Und das reicht. Raketen, wir haben ja keinen Raketenwerfer. Essenspakete, immer gut, sind sie. Ein Schatz. Ja, den Schatz möchte ich haben. So, überall die Panzer schon mal gebrochen. Jetzt brauchen wir nur noch Geduld. Die sehen uns nämlich gar nicht hier. Wir sind perfekt getarnt. Ja, so macht das Spaß. Wenn wir jetzt noch reichlich Munition hätten, dann wäre es wirklich prima.
nach. Bleibt einfach ruhig stehen und lasst euch erschießen. Nein. Oh, ja, da haben wir doch genug Munition. Okay. Die sind doch schon total verkrüppelt. Naja, Kopfschüsse wären, glaube ich, in unserer Situation doch angebracht. Die kommen da einfach nicht weg, da oben. In den Hals. Boah, die halten zu viel aus. Man gebe mir die Panzerbüchse und reichlich Munition dazu. Oh. Nein. Auch das noch. Das ist der Luftwiderstand, der bremst die Kugeln ab. Oder das kommt, weil die sich so komisch bewegen da alle. Ich dachte erst, das wäre hier von der Legion, wären das welche. Nehmen die denn überhaupt irgendeinen Schaden? Oh ja, die ganze Zeit. Rumverkrüppelt. Die sind schon total kaputt. Aber vielleicht heilen sie sich auch. Das müssen die doch merken. Oh, mein Arm ist verkrüppelt. Wie kommt's? Warum tut mein Arm so weh? Was ist da passiert? Snakeyptia, hallo, sei gegrüßt und einen schönen Feiertag wünsche ich dir. Kommen wir gar nicht hin hier mit der Munition, die wir haben. Vielleicht sollten wir den Schatz erst holen. Was haben wir denn noch? Ich mag das Geräusch nicht. Aber auch gar nichts mehr für. Da haben wir nicht mal einen erwischt von denen da oben. Ich meine, wir treffen die ganze Zeit, aber es stand ja auch, dass die schon total verkrüppelt sind. Vielleicht sollten wir näher rangehen. Das hat er gespürt, glaube ich. Ja, 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 ja. Nee. Geht doch nicht. Gleich haben wir keine Munition mehr. Haha, okay. Ja, dann weiß ich ja.
wie geht's euch da oben? Oh, das hat die gar nicht gestört. Okay. Ganz schön am Humpeln. Oh, jetzt aber schnell weg. Ich kann es kaum glauben, dass die so viel aushalten. Den Kopf haben wir aber durchaus auch mal getroffen. Eure Waffen sind doch auch total hinüber, schon so oft, wie wir da drauf geschossen haben. Moment. Näher rangehen, meinst du, Spock? Okay. Ich glaube auch. Ach, die kommen doch bestimmt nicht da oben runter. Jetzt hätten die das schon längst gemacht. Der eine hat nur ein Messer, glaube ich. Der da. Der hat gar nichts mehr in der Hand. Aber er bewegt sich noch, komisch. Noch näher ran, ja, jetzt sieht man wenigstens, dass sie Schaden nehmen. Vorsicht. Oh, hoppla, Moment. Das wird schon wieder knapp, ich sehe das schon. Hey, hey, nimm das zurück! Schon, zeig dich. Einer weniger, oder? Ja, so geht das. Und da oben leuchtet es auch schon. Ich glaube, wir sollten uns auch beeilen, oder? Ja, schrei ruhig, schrei ruhig. Wir kommen sofort. Der war getarnt. Ich glaube, der hat sich getarnt. Vielleicht. Der letzte seiner Art. Na komm schon. Jetzt erwischen wir ihn. Na? Da ist immer noch einer. Die waren zu dritt, oder? Ja, ich glaube, einer müsste noch da sein. Oder irgendetwas anderes. Egal, den einen, den schnappen wir uns später. Was war das jetzt? Timpec-Entzug? Wir gucken erstmal nach dem großen, großen Schatz in dieser Höhle am Wasser. Da habe ich nämlich auch gesehen, dass dort ein Zeichen ist, ein Symbol. Ich glaube, da ist nichts Gefährliches, also die Waffe können wir wegstecken. Aha! War's das?
Uhu. Es wird dunkel. RNK, Funk, Not, Signal, Feuer. Okay. Ah, 50 mm Patronen. Sehr schön. Borstenmaul, schönen guten Abend und einen frohen Feiertag auch dir. Schön, dass du da bist. Das freut mich. So, mir ist da gerade was aufgefallen. Wir haben Munition. Nicht hierfür, sondern... Oh, hoppla. Wo ist es? Hierfür. Ach so, wurde automatisch schon geladen. Sehr schön. Was? Keine Panik, hier ist doch nichts. Oh nein, wir sind eingeschlossen. Es ist... Oh, Moment, wir kommen wieder raus. Nein! Wir brauchen etwas Abstand, das wäre... Nö! Es war daneben, ich wollte gerade sagen... Hallo, schönen guten Abend, Radiation King. Und einen schönen Feiertag auch, wobei ich glaube, in Dänemark ist heute gar kein Feiertag, glaube ich. Moment... Haben wir das da oben? Ja, das da oben haben wir erwischt. Munition mitnehmen. Kronkorken. Oh, der Nightbot mischt wieder mit. Ich habe das jetzt gar nicht mitbekommen, so. Ich habe mitbekommen, dass hier eine Todeskralle gleich mit uns drin gefangen ist. Das ist nicht so angenehm. Es gibt Besseres, was man sich wünschen würde. Also ich würde mir in der Situation etwas Schöneres wünschen. Hey! Ich kam nicht mal dazu zu rufen, hey, lass das! Endlich haben wir wieder 50 mm Patronen hier. Haben wir alles eingesammelt? Sie haben das extra harter Bursche erhalten. Jawohl. Oh, hoppla. Da haben wir aber auch ein Bein verloren dafür. Das ist nicht gut. Das ist total schade jetzt. Moment. Das war schon gut, aber wir sind zu nah dran. Wir sind... Moment. Zieh doch das... Oh nein! Oh, total schade. Oh, Moment. Vorsicht. Oh. Ha, diesmal gehen wir nämlich hier entlang. Nein, das hilft nicht. Hat sie uns denn schon entdeckt? Sie hat uns sofort entdeckt. Keine Chance. Im Ernst jetzt? Spock. Nein, 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 nein. Alles gut. Wir haben ja unsere... Wir haben ja unsere Waffe wieder aufgeladen, von daher, alles ist gut. Danke, danke. Wir müssen nur irgendwie schaffen, rauszukommen. Die sieht uns doch gar nicht.
sind doch so gut wie unsichtbar für ihre Augen. Vielleicht lasern wir noch ein bisschen rein. Ach nee, das wäre ja gut für die Augen. Ja, dann lieber nicht. So, wir tarnen uns als Stein, schleichen hier rauf und... Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Sie sieht uns nicht. Oh doch, sie sieht uns. Aufstehen, rennen. Oh nein. Ja, wir schaffen das schon. Ja, Prometheus, da bin ich nicht ganz sicher, wie lange wir heute machen. Geplant war bis 8 Uhr. Aber das ist ja öfter so bei uns. Todeskralle, dreh dich. Einmal umdrehen, bitte. Nicht in unsere Richtung gucken. 5 Uhr ist früh. Ja, wir können ja demnächst dann weitermachen. Das ergibt, glaube ich, mehr Sinn. Borstenmaul, bis später auch. Sind wir hier sicher? Einigermaßen. Sie sieht uns nicht? Okay. Bisschen Abstand. Zielen, schießen. Und los. Lauf, 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 lauf. Lauf schneller! Weg mit der Waffe, die brauchst du jetzt nicht! Lauf! Lauf doch, spring! Und spring! Sie kann nicht schwimmen, sie ist wasserscheu! Oha, lauf doch, lauf doch, lauf! Lauf, 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 lauf! Sie folgt gar nicht. Sie interessiert sich gar nicht für uns, wenn wir draußen sind. Ja, ich denke auch, das ergibt da nicht viel Sinn. Morgen ist ja ein Arbeitstag, von daher werden wir wahrscheinlich auch nicht allzu lange machen heute. Oh, um die Frage zu beantworten, geplant war um 8 Uhr bis 8 Uhr. Aber wir haben ja schon 8 Uhr. Ah, hier oben kommt die doch niemals hin. Haben wir da einen Trick gefunden? Einen Trick gefunden, sich einfach oben drauf zu stellen. Guter Trick, okay. Oh, die kennt den Trick schon. Sie versteckt sich. Sie will uns daher locken. Komm schon. Komm schon. Ist das die einzige hier? Gibt es da noch mehr? Nein, ich glaube, das ist die einzige. Wie schafft ihr das alle, liebe Welt da draußen? Mit 5 Stunden Schlaf würde ich im Leben nicht auskommen. Niemals. 7,5 neuerdings, das geht gerade noch so. Ja, Alex, um 15 Uhr angefangen, aber ich war mir schon dessen bewusst, dass heute ein Feiertag ist, morgen aber nicht. Da hat ja jetzt nicht jeder, wie sagt man so, Brückentage, Brückenwochenende. Das ist Rauvre! Rauvre! Hey, willst du unser Freund sein? Moment. Du hast einen Namen. Wir können bestimmt mit dir irgendwas Gutes anfangen. Oh nein, sie ist zu intelligent für uns. Immer mit der Ruhe. Rauvre werden wir schon bekommen. Panzerbüchse! Jawohl, die kann richtig was. Echt cool. Echt schön. Ah, uncool. Unschön. Jawohl! Aber warum ist dir immer noch Vorsicht geboten eigentlich? Weiß das jemand? Nichts verraten. Ich lasse mich gerne überraschen. Nein, aber das mit Ravel, das war schon mal was. Warum hat die Todeskralle hier einen Namen? Sollten wir die gar nicht erschießen? Ist die eigentlich zahm in Wirklichkeit? Eine zahme Todesklaue? Ravels Kralle. Und sie wiegt nichts. Hey, 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 hey. Diese Kralle ist größer und furchterregender als die der kleineren Todeskrallen. Wenn sie eine Werkbank finden,
Können Sie daraus vielleicht eine Waffe bauen? Okay. So viel wegen die Todeskralleneier hier. Ja, die müssen wir zurücklassen. Oh nein. Ja, die nehmen wir mit. Die beiden gehen noch. Ja. Das war gut. Ich freue mich. Ja, weil wir hier für die Panzerbüchse Munition gefunden haben. Das ist richtig gut. Ja, vielen Dank für die Tipps. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier gefunden hätte. Kommt mir bekannt vor. Die Todesklaue. Ja, mit Sicherheit. Ich habe ja, als ich offline gespielt habe, damals... Ich sage ja, ich bin mehrfach durch den Titel durch. Und da habe ich mit Sicherheit in jede Ecke geguckt. Und das kam mir jetzt auch so ein bisschen bekannt vor. Aber zu lang ist's her. Also weiß ich nicht mehr so genau, was, wo und wann und wie überall passiert ist. Aber ich glaube, das war's dann. Ach ja, es war ja ein bisschen mehr als Sightseeing. Ja gut, hier in der Höhle war vielleicht... War jetzt irgendwas anderes Wichtiges noch hier drin? Ja, die Todeskralle. Und diese Todeskrallen... dieser Todeskrallen-Handschuh, meine ich. Ein Bossgegner ist das hier. Ja, ob wir das heute noch schaffen, hier rauszukommen, das glaube ich wohl eher nicht. Der war dann aber jetzt gar nicht so schwer wie andere, finde ich. Ja, weil wir da oben gut geschützt waren. Gute Munition, bitte. Wir können die 5mm Patronen mitnehmen und auseinandernehmen später. Warum haben die hier so viel Munition? Das gefällt mir einerseits. Der schwere Stealth Boy. Na egal, den nehmen wir mal mit. Verdächtiger Stuhl. Wer hat die ganzen Stühle? Achso, das war ein Bürogebäude. Ich verstehe. Wer hat das gesagt? Eine sehr gute Idee mit der Pause. Wie bitte? Was? Ja, machen wir heute nur eine kleine Pause, oder? Wir machen, glaube ich, auch nicht ganz so lange wie sonst. Wie bitte? Wer... Hey, lass das! Und die haben aber auch schon nicht mehr die besten Gewehre, habe ich so den Eindruck. Ja, aber von wo denn? Ach, da. Halt, wir haben Krempszahn nicht. Bist du alleine? Warte. Ich sehe dich nicht. Nein, nicht so zickzack. Nein, nicht so lange wechseln. Na gut, na gut.
Nein, ich vergaß. Durchqueren Sie die Kluft. Ich habe hier, glaube ich, einen Tarnanzug an, diesen MK5 Zaki. Aber der hält, glaube ich, ungefähr so viel aus wie ein Pyjama. Da blieb er freiwillig stehen und ließ sich erschießen. Ja, prima. Ist das so richtig, was wir machen? Hey. Hey. Ich hab den genau gesehen. Jetzt weiß ich. Jetzt hat er verloren. So viel Wasser. Aus dem Hinterhalt. In den Hals. Oh, oh, oh. Der Speer der Gezeichneten. Der hält was aus. Aber egal, jetzt hat er keine Waffe mehr. Das finde ich ja so witzig am Fallout New Vegas, dass man denen so richtig schön die Waffen aus den Händen schießen kann. Leider sind die Waffen dann kaputt, aber das finde ich gut. Das klappt in Fallout 4 nur manchmal. Ach, schade, das hätten wir, ich sehe gerade, da oben ist doch eine Sprengkapsel. Das hätten wir also auch anders machen können. Da hätten wir etwas Munition sparen können. So, liebe Welt da draußen, was haltet ihr davon? Wir machen eine ganz kurze Pause mal, bevor es weitergeht. Und dann schleichen wir uns weiter hier rum. Eine Pause, 5 Minuten so. Wir sind ja ohne Eddie jetzt hier, das heißt, wir können gar keine Munition mehr herstellen. Aber nach der Pause gucken wir weiter. Okay, dann sage ich mal bis jetzt, so in 5 Minuten ungefähr. Und dann geht's weiter.